So, ich hoffe, dass ich jetzt gut vorbereitet bin auf das Ganze. Mental als auch, naja, was weiß ich. Wieder mal so ein bisschen freie Schnauze gequatscht, man kennt es ja nicht anders da. So, ein herzliches Willkommen hier zurück zu Let's Play Minecraft, meine Lieben. Mein Name ist DevilageLP, 24 Jahre jung. Und wir machen jetzt hier weiter. Ich habe mir schon ein paar kleine Pläne geschmiedet, sage ich jetzt mal. Und ich gehe erstmal runter ins Lager, werde mich vorbereiten. Was haben wir überhaupt im Inventar? Nichts mehr drinne. Wir machen auch heute nichts allzu weiter, sage ich mal. Und die Kreaturen, die lassen wir heute auch mal ausgeschaltet. So, was sagen meine Kartoffeln hier hinten? Ja, die sieht mal ganz gut aus. Da hinten, die sind schon mal reif geworden. Ich werde mal hinterflitzen hier und die mal hier hinten ernten, bevor wir hier was beginnen. Oh, haben wir gleich mal drei Stück bekommen. Sehr schön. Können wir den gleich hier einpflanzen. Und den hier einpflanzen. So, da haben wir bislang ist nur eine einzige Kartoffel jetzt hier. Ja, da würde ich mal sagen, dass wir uns jetzt eine Kartoffeltruhe erstmal zum Anfang machen. Ich hoffe, ich spreche hier nicht zu leise. Ich hoffe, ich bin laut genug für das Ganze jetzt hier. Für das fröhliche Treiben hier. So, ich nehme erstmal eine Kiste. Der Rest kommt erstmal. Wisst ihr was? Ich muss mal sowieso zwei Kisten nehmen, da es eine große Kiste wird. Und das kommt jetzt hier ins Häusel. Oder habe ich hier irgendeine freie Kiste? Nee, habe ich keine freie Kiste irgendwie. Naja, da kommt halt da draußen hin. Das ist ja egal. Schmeiße ich mir die Kiste mal hier hin. Ich hoffe, das geht jetzt so. Klatsch, klatsch. Und schmeißen die erste Kartoffel hier rein. Sehr schön. Das freut mich ja schon mal hier. Ich finde, ich könnte es ein bisschen lauter haben hier. Moment. Nicht wundern, das war nicht euer PC, das war mein PC gerade. So. Ja, so ist schon angenehmer. So höre ich, wenn ich da ein bisschen was, da höre ich das Spiel und da höre ich. Und da höre ich auch mich noch ein bisschen. So, ich nehme mir schon mal die benutzte Spitzhacken hier. So, Schaufel brauche ich auch welche. Kann ich auch schon mal die benutzten nehmen hier. Das ist auch sehr schön. Axt, ja, davon baue ich auch mal drei. So, Rösterchen. So, da würde ich mal sagen, ich werde es mal suchen. Jetzt habe ich voll gepfiffen gerade, es tut mir leid. Jetzt werde ich mal gucken, wie sieht es denn hier an Holz aus? Ich werde mir auch mal so ein bisschen Holz mal mitnehmen, weil das werden wir nämlich jetzt brauchen. Was ist denn das hier? Achso, ist auch noch mal das Holz. Weil ich wollte ja jetzt an anderen Standpunkten ein bisschen was bauen. Und nebenbei müsste ich noch ein paar kleine Bäumchen fällen. Denn jetzt machen wir mal was Kleines, Vernünftiges, sage ich mal. Und dazu müsste ich mir auch einen Kürbis mitnehmen. Fragt es nicht warum. Werdet ihr bald erfahren. So, jetzt machen wir uns zur Drittstelle. Und werden da mal ein bisschen modifizieren. Wie gesagt, die Kreaturen bleiben jetzt ausgeschaltet. Denn heute wird diesmal nur gebaut. Denn ich will das kleine Häuschen an der Drittstelle, will ich nämlich jetzt mal ein bisschen modifizieren. Ich will jetzt mal ein bisschen modernisieren, heißt das, glaube ich. Ich denke mal schon. Da vorne steht eine Kuh in dem Tunnel, warum auch immer. Tschüss. Und ja, wie gesagt, ich will die Drittstelle erstmal ein bisschen erweitern. Das haben wir bitter nötig, weil das Gebäude ist ja auch sehr, sehr klein. Ich muss erst mal bis dahin kommen. Das kann jetzt auch erstmal ein Weilchen jetzt erstmal dauern, bis ich da angekommen bin. Und wie gesagt, wir müssen wirklich mal gucken, dass wir jetzt wirklich eines Tages mal den Schienenverkehr mal hier machen. Weil sonst läuft man sich ja hier dumm und blöde, sage ich es einfach mal, ne? So, da walken wir mal dorthin. Ja, und jetzt habe ich vergessen, in meinem Büro mal ein kleines Lichtchen hier einzuschalten. Letzte Nacht habe ich so einen fiesen Albtraum gehabt, da scheuchte ich mich hier vor allem. Keine Ahnung warum.
naja, jeder hat irgendwo irgendwie mal einen Albtraum, sag ich mal. Und gerade da, wenn es unangebracht ist, ne, wenn man übermüdet ist und schlafen muss und den Biorhythmus wieder in den Einklang bringen möchte, dann ist es natürlich doof, wenn man die Nacht nicht schlafen kann. So, mal gucken. Vielleicht habe ich auch viel zu viel Minecraft gespielt, das kann natürlich auch sein. Und ich spiele es schon wieder, ohne größere Pause dazwischen. Ja, ja, das bleibt manchmal nicht aus, ne? Das bleibt manchmal nicht aus, so. Hier unten haben wir schon mal ein schönes Bäumchen. Den werden wir schon mal ein bisschen abtragen, weil ich brauche nämlich diesen Baumstamm hier. Den brauche ich jetzt. Ich brauche jetzt alles davon hier. Hier oben, denn der ist auch gleich damit dran. Oh, der ist aber ziemlich groß hier, wie ich sehe. Ich hoffe, da kommt der jetzt bis hoch irgendwie. Wenn nicht, müssten wir uns ein bisschen nach oben bauen. Damit das so funktioniert. Oh doch, ich muss mich nach oben bauen. Da werde ich ja mal diesen Baumstamm mal nehmen. Ah gut, das ist ein dunkler, wie ich gerade sehe. So, damit ich den Rest... Oh, ich mach mal lieber doch mit der Axt hier. Aber ja, das ist eh ne Ding. Naja, passt trotzdem. So. Haben wir auch noch ein schönes Bäumchen. Huch, wo bin ich jetzt gelandet? Wie gesagt, haben wir auch noch ein schönes Bäumchen hier. Wieder hängen geblieben hier. Naja, das bleibt mir nicht ganz aus. Und wir werden dann gleich anfangen mit dem Bauen. Ja, das hat ganz gut gepasst von der Höhe her. Hier ist ein kleiner Sapling. Und jetzt gehe ich mal hier hoch zur Drittstelle. Und werde einfach mal anfangen, hier mal ein bisschen zu modifizieren. Das heißt also, dass wir dieses kleine Gebäudchen, sage ich jetzt mal, das werden wir jetzt komplett abreißen, weil hier kommt nämlich was Besseres hin, was Schöneres hin. Und seid gespannt, was es wird. Ich habe schon so ein bisschen im Kopf, was es werden soll. Und ich hoffe, ich kann das alles jetzt so irgendwie umsetzen. Aber eigentlich hätten wir das auch so lassen können, weil das ist nämlich eigentlich eine ziemlich gute Grundlage, sage ich jetzt mal. Also werde ich mir jetzt mal die Dinger mal nehmen hier und werde mir jetzt mal hier wie so ein geiles Podest mal bauen. Aber ist nicht so schlimm, wenn wir hier schon das ein bisschen abgetragen haben. Das ist nicht schlimm. Das ist jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich muss jetzt halt bloß gucken, dass es jetzt so funktioniert. Das ist für Holz hier. Das ist Fichtenholz. Das ist das andere Holz. Das ist Eichenholz. Das Eichenholz ist mir irgendwie lieber, aber davon haben wir ja jetzt nicht allzu viel, ne? Ne, wisst ihr was? Ich muss das erste Mal ein bisschen vorbauen hier. Der Rest, der kommt dann natürlich später. So, da baue ich mir das mal ein bisschen vor hier. Huch. Da war natürlich schon das Holz alle. So, und da schauen wir mal, was es jetzt wird. Jedenfalls können wir dann hier hochgehen und haben dann hier wie so einen schönen Aussichtspunkt dann hier. Können weiter nach vorne. Das wird natürlich noch alles eingezäunt. Und dann erwartet euch was richtig Cooles hier, was richtig Gutes, was mir eingefallen ist. Wir haben, wie gesagt, wir hätten es eigentlich lassen können. Aber das mache ich jetzt komplett zu hier. Hat doch gerade seine Gründe, warum ich das jetzt komplett zumache. Jedenfalls werde ich das jetzt hier mal ein bisschen erweitern. Ich werde erstmal die Erde hier wegmachen. Ich muss mir jetzt erstmal irgendwo Erde holen hier, sonst geht das alles jetzt nicht. So, ich würde mal sagen, ich hole mir die Erde mal von hier. Hier wird es glaube ich nicht allzu schlimm sein, wenn ich es mir von hier oben wegnehme. Die Stäbe kriegen wir auch noch, die kann ich auch sehr gut gebrauchen dann später. So, mache ich hier noch ein bisschen was weg, weil ich muss noch ein bisschen die Fläche begradigen. Und somit geht es jetzt schon zur nächsten Folge. Bis bald.